Heute, was geht ab, Leute? Wir sind am Start, Tati schon mal. Das Fleisch hier am Schnibbeln, hier, dies, das. Wie genug gibt es? Darum geht's heute. Heute wird wieder ein bisschen wild. Ich versuche hier gerade noch ein paar Sachen aufzubauen. Das dauert alles. Wir haben hier schon mal eine Notlösung für heute. Für den Stream schon mal entdeckt, aber. Was, Ton gar nicht, Mann? Oh mein Gott! Livestream auf altmodische Art und Weise. Das hier. Das ganze Zeug habe ich noch nicht alles herausgefunden. Falls mir jemand helfen kann, ich erkläre euch mal die Probleme. Zweiter Monitor funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier hinten zwei Sachen, wo das HDMI reinpasst. Ich habe es einfach angesteckt. Das hat funktioniert, das nicht. Deswegen, ich weiß nicht. Das zweite, was ich vielleicht angesteckt habe, war gar nicht für Bildschirm. Da frage ich mich aber, wo stecke ich dann den zweiten an, damit das Bildschirm technisch passt. Elgato Stream Deck XL habe ich. Passt auch alles. Aber wenn ich die Software öffne, ist das für das Normale. Sprich, das entspricht nicht dem hier. Problem. Mikros. Das hier. Muss doch irgendwie da starten. Dann das hier. Habe ich auch hier, wird aber nicht erkannt. Wenn ich das da mit dem PC verbinde. Und wenn wir das hier aktivieren, dann brauchen wir auch noch irgendwie tontechnisch was. Und dann muss ich das auch alles mit dem Fernseher verbinden. Oder mit beiden Fernsehern. Und die Kameras, die ich alle hier anschließe, die werden auch nicht erkannt. Erzähl weiter. So, kurzes Update. Ja, ich habe jetzt hier Kartoffeln geschnitten. Das sind festkochende Kartoffeln. Bei Pommes ist halt echt die Frage, welche man hernimmt. Es werden ja schon extra welche gezüchtet dafür. Ich habe jetzt einfach festkochende genommen. Die habe ich jetzt blanchiert im Wasser, im Salzwasser. 5 Minuten, die dampfen jetzt aus. Man kann die aber auch vorbacken in der Fritteuse bei 140 Grad. Bei uns ist es gerade schwer, weil wir halt einfach keine Regulierung haben. Ist natürlich geiler, wenn man sie vorfrittiert in der Fritteuse. Ich habe das einfach nur gemacht, also in Wasser. Und später tun wir die einfach fertig backen, schön 180-190 Grad. Und dann werden die hoffentlich schön knusprig. Genau, mal schauen wir mal. Ja. Und da mache ich einen Soßenansatz für den Barisch. Ja, da wollte er heute so eine cremige Soße. Normalerweise macht man den Ansatz schön mit Knochen, mit Fleischabschnitten, damit es einfach eine Fleischsoße wird. Ich mache es nur mit schön mit Gemüse, versuche einfach durch die Röstaromen die Farbe zu bekommen und mache einfach lecker Süßchen, ein bisschen Sahne noch dazu dann später und schauen, ob die dann schmeckt. Terry, guter Scheiße. Du musst schon schauen, was hast du denn? Ach echt jetzt? Was ist jetzt was? Das ist KFC. Das ist KFC. Und was war das andere? Das ist Pommes, Freunde, hier. Musst du schon einen Zettel hinschreiben? Ich mach das in den Ofen, wie soll ich da einen Zettel hinschreiben, oder? Zettel. Schau mal, die sind doch eh dick und die sind dünn. Also in dem Einsatz Pommesfreunde. KFC und Pommesfreunde, kann man sich doch merken. Was ist das hier? Das ist Achso, Salz. Nein, das sind diese Dinge. Achso, Tücher. So, die tun wir jetzt hier rein. Ja? Jetzt da rein. Zum Warmwerden. So, dann hier machen wir jetzt ein paar. Was ist das hier? Das Geld. Burger King. Okay. Wieso kaufst du so viel, Mann? Das sind 2 Stück gewesen. Kauf halt eine große, oder? Ja, es waren 2 große. Ja. Ich hatte eine jetzt. Ja, hörst du nicht? Er hat Hunger. Ich hab Hunger. Voll kalt. Ja, aber machen wir gleich hier. Die 2 Konkurrenten nebeneinander, oder? Ich hab extra auf die Sitzseite getan und halt Sitzseite. Oh mein Gott, aber nicht verwechseln. Das sehen, ne? Das ist scheiße, oder? Die sehen identisch aus, Mann. Wahrscheinlich dieselben Kartoffeln, oder? Wir müssen eine andere nehmen. Ja, die kannst du nicht verwechseln, weil das ist ein belgische Dose. Oh mein Gott! Oh, eine belgische Erzgerber. Oh mein Gott. Eins haben wir, Mann. Ein Pommes, genau. Okay, die Soße ist ganz geil. Oh mein Gott, wie saftig. Mittendrin. Oh mein Gott, mit Junge, was geht ab, Mann? Okay. Oh mein Gott, Anruf von einem YouTube-Superstar hier. Ey, mit was? YouTube-Superstar! Das ist Ming, oder was? Ja. Was? Okay. Aber ich schaffe die alle gleichzeitig. Ja, nee, alles gut. Crow, besser als sogar Cardano? Ja, Crow war besser als Cardano. Oh mein Gott! Wie kann das sein, Alter?
Oh mein Gott, hat er jetzt auch Cardano? Nein, ich hab immer Chrome, oder soll ich, warum soll ich Cardano vor Chrome kaufen? Okay, gut, ja, Cardano ist krass. Genau richtig Antwort. Schau mal, das ist fett hier. Ja, okay, ja, passt doch. Wieder mal Streitereien. Nein. Hatte ich ein bisschen Agro zu mir, ich weiß nicht warum. Nein, ich bin nicht Agro, ich will es nur erklären. Egal. Erzähl den YouTube-Leuten nochmal. Ja, ich habe gerade keine Ahnung. Manchmal kommen mir so Tagträume, das ist mir eingefallen. Einfach zu rechnen, wie viel Hong in der Stunde oder Minute verdienen. Gerade auf dem Klo gehen, da habe ich ein bisschen umgerechnet. Ah, okay, krass, Ronaldo, dies, das, so und so. Und jetzt habe ich es in die Chatgruppe als Frage gestellt und Sascha kam unfassbar. Du hast nachgerechnet, gell? Auf 50 Cent kam er. Und bei mir kamen so 45 Cent raus und jetzt könnt ihr hochrechnen. Pro Minute. Egal was er macht. Egal ob er schläft, egal ob er isst, egal ob er sich irgendwie fertig macht. Immer gnadenlos Cashflow, wenn der Preis gleich bleibt. Aber der wird nicht gleich bleiben, der wird noch abgehen, Leute. Ja, Mann. Noch krasser. Bullenmarkt, Mann, Bullenmarkt. Das ist ein bisschen von dem Braten. Oder ja. Kannst du auch du machen. Ah, ich muss einen Jansen. Ja, dann gib mir Job, Alter. Soll ich für dich auch einen machen? Was passiert denn? Was passiert? Soll ich dir auch einen bauen? Ich weiß noch nichts, Alter. Das sind die vier rein. Alter, wisst ihr, was die Fachwille gesagt hat? Die sind richtig blöd. Die Fachwille, Leute, die die gesetzliche Bitcoin gemacht. Fachwille ist halt einfach ein Zentrum, die sich nicht mehr. Und der Staat sagt, hey, was machen wir mit der Ethics-Klasse? Wie machen wir die Gesetze? So. Oh mein Gott. Es gibt noch etwas saftig Fleisch. Sponsert bei Bargash. Ja, man gönnt euch, Leute. Es läuft super saftig einfach. Mir nein. Hier ein bisschen Kräuterbutter. Alter, die machst du immer krass. Die machst du echt eigentlich immer krass. Ich hab die noch nie gemacht. Nein, wenn du... Wie hieß dieses Kräuterdressing, was du gemacht hast? Bei den Kartoffeln? Sauerkring. Ja, genau, Sauerkring. Das ist sowas so ähnliches zum Zubereiten. Nein. Also Soße mache ich immer krass, oder? Ich bin ja auch ein Soßentyp eigentlich. Und das ist jetzt so eine... So eine buttrige Rahmsoße, oder? Buttrige Rahmsoße. Die zwei da oben sind für Barisch hier. Peter. Oh ja, danke. Die beiden nehme ich. Ja, der ist safe. Haben wir alles. Ich kann von dem was teilen. Der ist nicht Bio als einziger. Ja, Mann, den teile ich safe to 4 nochmal. Alter. Passt das Barisch vom Gargrad, oder? Einfach super saftig. Ja? Passt mir das fehlt da nur noch so ein bisschen so grüne Kräuter eigentlich. So, okay. Ja. Deine Butter. Was machst du denn da? Wieso schneidest du es auf? Ja, weil das ist das einzige Nicht-Bio. Von dem soll jeder was kriegen. Ich schneide auch so auf. Ja, nächste Woche machen wir doch offiziell hier mit allem drum und dran, oder? Ja. Ja, also ein bisschen krass mit so, ne? Ja, genau. Ja, und wer spielt jetzt da? Also du bist ja der Game Master, genau. Der ist Game Master, ja. Der Barisch spielt, ich spiele, okay. Ja, musst du das filmen oder du spielst mit? Bitte nicht. Nein. Ja, er muss ja, glaube ich, filmen. Ich will über die Technik drüber schauen. Er muss mal alles abchecken, Mann, auch. Schau, was ist das, Mann? Ich bin nach dem heutigen Tag richtig fett gefressen, haben immer noch nicht genug. Schau mal, das schöne Salz an. Fernseher kommt erst Montag, deswegen müssen wir hier auf Chunks Handy das schauen. Oh mein Gott, schau mal, nix auf Kobo-Salz. Oh mein Gott, schau mal. Bisschen Butter drauf. Mit der geilen Butter. Oh mein Gott! Alter, schau mal, warte schon, wie saftig. Ich bin voll hängen geblieben, oder was? Ja, ey, ist genau das, was du heute auch gegessen hast. Was hat er gegessen? Auch mal eine Butter gemacht. Krasses Ribeye. Hat eine Butter gemacht, sowas, so eine. Gewürzbrot, echt krass, Alter. Alter, die ist gerade mal Wasser auf. Und den Mund runtergelaufen. Ich hab die große Wahl von Mango. Bargash ist ein Ärgermann, er ist die Gäste. Keine Verschwendung ist hier. Das ist Mango, nicht Ding, Mann. Ja, Mango, ja. Wir haben noch eine Box am Start, voll vergessen. Kuss geht raus an Chong, der hat uns erinnert. Wir waren gerade in unserem Game Show Fieber. Wir haben schon geplant, geträumt. iPads, dies, das. Alles komm, einblenden. Komm schon los. Wir müssen einen großzügigen Sponsor finden, der vier iPads uns besorgt. Also ich hab ein iPad zu Hause. Okay, ich meinte drei ich iPads. Ich hab ein iPad zu Hause. Hätten wir eigentlich auch ein. Ah, jetzt auf einmal. Dann haben wir halt. Aber ich kann nicht ausleihen. So, oh mein Gott. Zeig mal her, Mann. Aber echt, man zerbrettert. Aber passt. Geh mal einen Schritt zurück ins Licht. Wenn ja, ich? Du, ja, ja. Weil hier hinten ist ein bisschen dunkel. Ja. Ja, ja, perfekt. Ich sehe schon. Schon. Hier, Mann. Das ist doch Mario. Ja, kannst du nehmen, Mann. Trinkst du nichts, Alter? Zum Schlafen? Ja. Hey, trink mal zum Schlafen Öl.
Oh mein Gott, wie genial ist die Blume, Alter. Wie krass, Alter. Oh mein Gott, echt krass, der Stern, der Geist. Ja, oh mein Gott, super Coffee. Super Coffee, Alter. Oh mein Gott, für morgen. Zeig mal. Viel zu krass. Wie die Game schon ist. Super Coffee. Loot Chest. Oh mein Gott, der Green Lantern. Ah ja, Kuss geht raus an Loot Chest. Link ist in der Beschreibung, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Jungs, check die gerne ab. Wir haben eine neue Tasse für Chonks, für Chonks Schrank, oder? Wir haben eine neue Tasse, oder? Oh mein Gott, Green Lantern. Der Ring, oder? Schlägst du überhaupt, Mann? Der Ring. Weil die meiste Fantasie hat. Oh mein Gott, diesen Endgeil. Das ist, ihr wollt jetzt doch noch was essen. Oh mein Gott. Ein Schleckpulver. Ja, Stäbchen schlecken und mit Pulver genießen. Ja, das knistert dann so. Oh, lass mich dippen. Das ist Double Dip. Kennst du das? Mein Gott. Kauf den Dip, Leute. Immer den Dip kaufen. Oh mein Gott, hier ist was für Badisch. Mach auf, oder? Harry Potter, oder? Oh mein Gott, Hedwig, mein Eule ist. Oder Harry Potter, oder? Mach nicht, oder? Was? Ist doch die Eule von ihm, oder? Auf nach Hogwarts für Badisch. Alter. Einladung ist raus. Alter. Ja, okay. Was ist das für eine... Oh mein Gott. Endkrass. Endkrass, Alter. Weißt du, wie die Eule heißt? Hedwig. Ja, hast du doch gerade gesagt, 50.000 Mal. Eule, Alter. Oh mein Gott, du weißt nicht mal, wie es heißt. Das ist Bioshock. Bioshock. Ah, das ist die. Kenn ich nicht. Das ist ein Spiel, das ist so Monster. Elisabeth. Bombay, keine Ahnung. Oder krass wäre, wenn es wieder so Figuren sind wie bei den Dingen, wie heißen die? Wo du für die Ding. Amiibus. Ja, genau, diese Mii, Mii. Amiibus. Ja, das ist krass. Amiibus. Amiibus, Digga. Wäre schon geil. Oh mein Gott, was ist das für ein. So eine Ding hätten, oder? Was haben wir noch? Du musst mit Spider-Man. Oh mein Gott. Das ist ein. Quiz mit das Spider-Man. Ein Roman, ein Buch, Alter! Alter, das ist schön, das nehme ich safe. Alter, das nehme ich safe, Mann. Spider-Man, du liest doch eh nicht. Ach, ich hab echt viele Bücher zu Hause. Ja, aber du liest ja nicht. Wieso, wir sagten das? Das muss ich lesen, Digga. Ich lese es durch und gebe. Was ist das? Ein Roman aus dem Marvel-Universum, Spider-Man. Ganz ehrlich, lass mich das lesen. Digga, du bist doch gar nicht so ein Marvel-Fan. Er ist geil, Mann. Das stimmt doch gar nicht. Er ist voll der Marvel-Fan. Ich bin voll der Marvel-Fan. Ich bin erster Marvel-Fan. Du kanntest nicht mal Captain America zeichnen. Ja und? Du weißt, dass er echt schlecht ist. Er kann nicht fliegen und Iron Man hat ihn immer gerettet. So. Und an der letzten Szene hat man gesehen, dass er sich geopfert hat. Erster Held. Erster Captain. Es gewinnt doch immer der sich zum Schluss opfert. Das ist wohl andere. Mit dir diskutieren. Ja, wegen solchen Fans. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Pokémon, das finde sie alle. Ostereier für Ostereier. Schmeiß weg, Mann. Schmeiß weg, du bist Pokémon-Zeugs. Das ist eine geile Karte, Alter. Für Badisch, Alter. Alter, das ist doch eins geil. Ich glaube, das war's schon, Alter. Hier noch so ein Büchlein. Bioshock. Oder? Alles klar, Luchas, danke. Das war's von uns heute. Gott, Alter. Checkt sie gerne ab, checkt unsere Videos ab, checkt unsere Streams ab, checkt die Game Show ab, checkt Bitcoin ab. Sind es beide? Ciao. Ja, moin.